durch diese Bar. Oh, yo, hey, du bist dran. Hey, was geht ab? Endlich ein richtiger Gegner. Zeig, was du kannst. Das war nix. Er guckt schon. Bleib beim Fahren. Jo, Mann, alles okay? Welcher war's, Mann? Ha? War's der 277, ja? Du wusstest doch nicht mal, dass das Magnus Lieblingswagen ist. Jo, was ist dein Problem, Junge? Magnus spediert dem Kerl eine Fahrt in seinem neuen Elva. Wo hat er eigentlich deine Nummer her, ha? Hey, stimmt das? Was hast du getan? Ich hab sie ihm gegeben. Entspann dich. Entspann? Ja. Entspann? Das war meine Fahrt. Sie gehört mir. Mike, hör auf damit. Ja? Chill mal. Komm schon. Wir stehen auf deiner Seite. Travis gibt dir einen Schubs, damit was bei dir geht. Ich brauche keine Hilfe. Und unser Neuer hier sahnt jetzt alles ab, ja? Was? Hey, ha? Komm her. Komm her. Spike. Weißt du was? Das ist, was du wolltest. Magnus hat dich auf dem Radar. Sieht er einen von uns, sieht er uns alle. Wir stecken alle mit drin. Alles klar? Ja. Ja, okay. Alles cool. Keine Entschuldigung. Tut mir leid, Mann. Ich will das so sehr. Weißt du? Alles gut. Alles gut, Bros. Ab und zieh's durch, Mann. Yeah. Bros müssen sich auch mal den Haaren haben. Du machst irgendwas verdammt richtig. Irgendwas. Ja. Ich fahre einfach, wie ich immer fahre. So, wir könnten mal in der Garage schauen, oder? Was haben wir eigentlich an Kohle? Wo ist die Garage? Da oben. Fahren wir mal dahin oder teleportieren uns dahin. Und gucken mal, ob wir uns vielleicht wieder was Neues kaufen könnten. Ich weiß nämlich gerade gar nicht, wie viel Kohle wir haben. Wobei, das müsste doch eigentlich auch... Steht das im Smartphone? Ne, nicht auf der Map, hier im Smart... Ah, da 90.700. Könnte knapp werden mit der Kohle, oder? 90.000... Ja, ich glaube, die guten, die kosten noch schon über 100.000. Aber schauen wir trotzdem mal, was wir noch so bekommen könnten für Wagen. Vielleicht gibt es da ja was. So, Wagen kaufen. Ganz hinten wollen wir mal schauen, bei den teureren kann. Oh, ich bin hier schon bei einem sehr guten gelandet, auf den ich voll Bock habe. Nissan GT-R Premium. Haben? Den kaufe ich mir jetzt. Nissan GT-R Premium, auf den habe ich voll Bock. Den Godzilla. Unter den Wägen. Wägen. So, wir haben jetzt nicht genügend Kohle, um den zu tunen. Das ist natürlich jetzt die Scheiße. Können wir auch einen Wagen verkaufen? Wobei, ich habe noch ein paar Plätze. Ich habe noch zwei Plätze. Was bringt denn der Wagen verkaufen? Fahrzeug für 41.000. Ja, komm, weg damit. Brauchen wir nicht. Jetzt haben wir die besseren Karren. Nissan GT-R Premium Wagen auswählen. Oh, wer ruft denn an? Magnus? Hey Mann, ich bin's, Magnus. Hör zu, das hier sind die absolut besten Downtown-Läufe. Pass nur auf die Polizei auf. Bin gespannt, was du drauf hast. Also, geh da raus und fahr. Viel Glück. Okay. So, und ihr seht schon, der Nissan GT-R Premium hat schon von Haus aus 545 PS. Und den werden wir jetzt noch ein wenig auftunen mit richtig geilen Teilen. Kaltluftansaugsystem. Jawohl, es wird uns jetzt ein bisschen was kosten. Aber ich hoffe, dass es sich lohnt. So, ich wage es noch zu zweifeln, dass wir an die Leistung des BMW jetzt rankommen. So viel Kohle habe ich halt nicht. 5.585 PS. Naja, hier geht die Kohle wieder weg.
Enix 723 PS. 778 PS. 779 PS. Ah, 4.6, 4.3, 4.3. Elite Tune Hybrid 4.3. Sind wir von 0 auf 100. 3.9, wow. Dann nehmen wir mal das für 4.3, ne? Also das hier, 835 PS, jawohl. Alter, Alter, geht der ab? 848 PS. Hey, mit dem könnten wir ein 1000 PS Fahrzeug hinbekommen. Das möchte ich nicht bezweifeln bei dem Nissan GT-R. So, 862 PS. Motorblock. Jetzt kommt erstmal der Motorblock, Leute. V3, da sind wir schon bei 895 PS. So, Nockenwelle ist auch noch auf Standardserie. 913 PS. So, jetzt haben wir nur noch 7000 Ocken übrig. Ja, hier ist der Zylinderkopf. Auspuffkrümmer müsste auch noch drin sein. Ja, wollen noch 4000. PS. Alter! Kupplung Nitro-System habe ich jetzt nicht mehr die Kohle für. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Optik-Tuning, was können wir denn da machen? Motorhaube. Ich habe jetzt nicht mal genügend für Optik. Moment, vielleicht die Felgen. Vielleicht könnten wir die Felgen anpassen. Nissan-Felgen. Cosmis. Cosmis Wheels. Oh, die hier sehen schick aus. Die Rays passen ganz gut. Die aber auch. Solche sind auch immer cool für Nissan. Die hier sind auch cool. Rays. Rays TE 37. Ah, die gefallen mir nicht so. Die sind auch schön von Fossen. Ah, die sind auch nicht verkehrt. Die sind auch ganz okay. Das gefällt mir vom Stil her. Nee, nee, nee. Irgendwas Konkaves. Die von Fossen hat mir schon gefallen, die einen. Die hier zum Beispiel. 1080. Aber nur vorne jetzt wäre auch blöd. Aber wir können vielleicht ein bisschen was an der Farbe schon machen. Farbe und Folie anbringen. Bearbeiten. Da. So, was nehmen wir denn für einen Farbton für unseren GTR? Boah, das wird natürlich schwer. Oh, sowas. Sowas Giftiges wie hier hätte natürlich was. Metallic Glätte. Wir so halb glatt, Klarlack. Ah, da ist er schon ziemlich giftig. Der ist schon ziemlich giftig. Oder doch eine andere Farbe. Gucken wir mal, was es noch gibt. Wir können auch so Türkis nehmen. Das hätte auch was. Ja, komm, machen wir den mal so türkis. Warum auch nicht? Okay, Änderungen speichern, jawohl. Neuer Speicherslot. Zack. Für den GTR. Können wir vielleicht noch ein bisschen die Fahrzeuglage anpassen? Der ist nämlich noch zu hoch. Bodenfreiheit, der muss auf die Fresse. Bodenfreiheit, Winkel. Das lassen wir in der Mitte, Spurweite vorne.
Lassen wir mal zwei rauskommen. Sturz vorne. Neutral. Bestätigen wir so mal. Jawohl, das sieht doch schon schick aus. Heckstoßfänger. Spoiler. Soundsystem. Also in dem hier kann man wieder viel anpassen. Wow. Rocket Bunny Kit. Geil, das Rocket Bunny Kit kann man hier drauf basteln. Cybon macht auch sehr geile Spoiler. Varis. Cybon, der ist ein bisschen zu groß. Den finde ich auch zu übertrieben. Die Riesendinger finde ich zu übertrieben. Also ich finde den hier echt schick. Oder der Rocket Bunny. LB Works, LB Performance, Liberty Walk. Machen wir einen Liberty Walk Nissan GTR? Oder Rocket Bunny? Na komm, das überlegen wir uns noch. Wir müssen jetzt erst noch ein bisschen Kohle einfahren, würde ich sagen. Garage verlassen. Ich bin gespannt. Möchtest du die Garage verlassen? Jawohl. Ich bin gespannt erstmal, wie sich der GTR überhaupt fährt, Leute. Uiuiui, so schnell haben wir das Auto gewechselt. Eine ganze Zeit lang M4 gefahren und jetzt ein GTR mit über 900 PS. Bin gespannt, wie der abgeht. Und ob wir damit Magnus die Stirn bieten können. Uiuiui, oh, knall, knall. Geil. Und geile Farbe, wie ich finde. Boah, lol. Geil, geil. Das ist typisch ein Godzilla. Ja, die Farbe, die steht dem echt gut, wie ich finde. So. Wow. Geil, geil. So, nächstes Rennen würde ich sagen. Fahre Magnus Walkers Wagen für dieses Event. Kauf ihn in der Garage. Nö. Jetzt muss ich den Wagen auch noch kaufen. Ich habe gerade keine Kohle. Alter, wollen die mich jetzt verarschen? Siege Magnus mit seinem 277 Porsche. Was kostet der? Muss ich erstmal nachschauen. Teleport. Oh. Was heißt Teleport? Ich hätte einfach zurückfahren müssen. Ach, ich bin doch ein Idiot. Naja, egal. So, müssen wir erst. Ach, Magnus Walkers Wagen müssen wir auch noch dafür kaufen. Ich hoffe, der kostet nur 0 oder so. Wäre es blöd, wenn man seine ganze Kohle dafür ausgeben müsste, wenn man den gar nicht haben will, vielleicht. So. Ach, der kostet 0. Ja, super. Kaufen, jawohl. Kaufvorgang läuft. Okay, dann passt das ja. Wagen auswählen. Mit dem fahren wir jetzt dieses Rennen. Und ich glaube, nicht verfügbar. Den können wir nicht tunen und nix. Was hat denn der an Leistung? RSR 2.8. Das würde mich mal interessieren. Steht hier jetzt nirgendwo? Naja, können wir nur die Garage verlassen. Schade, dass man da jetzt nicht die Details von dem wenigsten angucken kann. Das könnte man ja nur im Tuning. In der Tuning-Übersicht da mit den ganzen Teilen. Oder geht das auch so irgendwo? Nicht, dass ich wüsste. So, dann müssen wir also ihn mit seinem Porsche besiegen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da bin ich jetzt mal gespannt. So, dann lass uns aber bloß die Route hinlegen. Können wir kurz hinfahren. Der ist schon laut, das Ding. Ding ist schon laut. Wir müssen auch noch wenden. So. Zeit fahren. Da bin ich gespannt. Magnus Meile. Siege Magnus mit seinem 277 Porsche. Also fahren jetzt zwei gleiche Karren hier, oder was? Oder nur seine Zeit?
Ach, nur die Zeit. 6 Minuten 31, what, 20 Kilometer. Leute, das ist ja ein Ultrarennen. Da bin ich jetzt mal gespannt hier. Was soll ich denn derzeit erzählen? Noss hat er auch. Driften lässt er sich auch ganz passabel. Kann man nicht meckern. Also ich denke mal, dass wir das schaffen könnten. Der driftet sich echt gut. Der fährt auch echt gut, muss ich sagen. So, fahren wir mal so, wie die Strecke es vorgibt. Also auf der anderen Seite. Boah, Alter. Der geht schon gut ab. Der geht schon echt verdammt gut ab. So, da bin ich jetzt aber mal sehr gespannt hier. Was wir hier für eine Zeit rausholen. Eieieiei. Noch 16 Kilometer. Wir haben gerade mal ein Viertel, oder? Geschafft. Oder ein Fünftel gar nur. Das ist echt eine weite Strecke. Aber ein sehr interessantes Rennen auf jeden Fall. Bin mal gespannt, ob wir das so auf Anhieb schaffen. Oh, Fehler, Fehler, Fehler. Ah, der fährt sich auch verdammt gut, der Wagen, muss ich sagen. Also wenn man den wirklich so für null Dollar behalten kann, also so wie er ist, da müsste halt extra Slots für diese besonderen Wagen noch geben, dass man 5 selber wirklich sich kaufen kann und dann noch Slots hat für die extra Wagen. Oder aber die kosten halt immer 0. Ja gut, aber da braucht man halt immer einen Slot frei, ne? Man muss gegebenenfalls einen eigenen Wagen wieder verkaufen, wenn man jetzt den seine Kiste fahren will. Wenn man selber gerne 5 Wagen hätte, müsste die Garage noch größer sein. Das wäre natürlich cool. So, 40 von 76. Und bis jetzt haben wir gar nicht mal allzu viele Fehler gemacht, wie ich finde. So, fährt, oh, die Brücke da im Hintergrund sieht sehr schön aus. Sehr schön beleuchtet. Das kann sich auch sehen lassen. Oh, hier geht's rein. Sehr schöne Auffahrt, sehr schön. Und jetzt fahren wir auf die Brücke rauf. Wahrscheinlich am Ende wieder zurück, oder was? Wäre es natürlich. So, und jetzt können wir hier Fett Speed aufbauen. 303 km/h. Wow! Nein! Ach verdammt, das hätte so ein perfektes Rennen werden können. So ein nahezu perfektes Rennen. Jetzt ist es nur ein nahezu perfektes Rennen. Naja, die Zeiten kann ich ja offscreen noch verbessern, wenn ich jetzt unbedingt was Maximales rausholen möchte.